Moin Leute und willkommen auf meiner Patreon-Seite. Was ist denn Patreon und warum hast du dich da angemeldet? Zuerst mal muss ich sagen, dieses Kochs-Vegan-Projekt und alles, was dazugehört, also auch ihr, ist mir mittlerweile richtig ans Herz gewachsen. Kochs-Vegan ist sozusagen ein richtiger Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben geworden. Ich stecke da mittlerweile sehr viel Zeit und Energie und auch viel Herzblut rein und es macht mir immer wieder unglaublich viel Spaß. Und jedes Mal, wenn ich ein Video fertig habe und die ersten Kommentare kommen, dann ist das für mich pure Freude. Allerdings, die Videos, die ich hier auf YouTube mache, die mache ich größtenteils nicht für mich, sondern für euch. Allein schon, wenn du sie dir anschaust, sie likest, sie teilst oder kommentierst und die Rezepte sogar nachkochst, unterstützt und motivierst du mich schon total. Patreon ist jetzt für die unter euch, die Kochs Vegan und die Idee dahinter und damit auch mich und meine Arbeit einfach noch mehr unterstützen möchten. Und ich weiß, dass es unter euch auch Fleischesser gibt, denen die Videos gefallen. Und das finde ich so unglaublich klasse. Denn als ich damals mit Kochs Vegan angefangen habe, war mein Grundgedanke, so wie jetzt fast jeder glaubt, dass Vegan langweilig und eintönig ist, soll irgendwann ein Großteil der Menschheit einfach davon überzeugt sein, dass Vegan vielseitig und lecker ist, auch wenn sie halt selber nicht vegan sind. Das ist sozusagen das Ziel bei diesem Projekt. Und wenn du noch mehr geben möchtest, als du sowieso schon gibst, dann kannst du das jetzt machen mit Patreon. Patreon ist eine Finanzierungsplattform, ähnlich wie die Crowdfunding-Seite Startnext, mit dem kleinen Unterschied, dass man hier nicht eine große Summe Geld für ein einziges Projekt sucht, sondern dass ein Künstler oder eine Künstlerin kontinuierlich mit kleinen Beiträgen unterstützt werden kann. Es ist also sozusagen ein Crowdfunding-Abo, welches ihr auch jederzeit wieder beenden könnt. Ich kann mich auf der Seite übrigens entscheiden, ob pro Video oder pro Monat gespendet werden kann. Und ich habe mich für die Monatsvariante entschieden, denn ich finde das einfach viel übersichtlicher. Außerdem bei mindestens 4 Videos im Monat wäre das irgendwann ganz schön viel. Wie viel soll ich denn geben? Eins muss ich nochmal klar sagen, ich mache die Videos so oder so weiter und ich freue mich, wie schon gesagt, über jede Art von Feedback. Fühl dich also nicht verpflichtet, denn dies hier ist eine freiwillige Sache. Du darfst so viel geben, wie du möchtest. Hier auf der linken Seite kannst du einfach deinen Wunschbetrag pro Monat frei bestimmen. Wenn du allerdings gerade etwas knapp bei Kasse bist, dann gib lieber nichts. Und was habe ich davon, wenn ich dich unterstütze? Zuallererst hilfst du mir, meinen kleinen Beitrag für eine tierleidfreie Zukunft zu leisten. Denn umso mehr leckere und leichte vegane Rezepte es gibt, desto mehr Menschen werden merken, dass es auch ohne Tier geht. Außerdem, durch die Unterstützung kann ich vielleicht bald größere oder auch ganz andere Kochs-Vegan-Projekte angehen. Davon mal abgesehen, bekommst du noch etwas Besonderes. Ich habe mir gedacht, dass die, die mich bei Patreon unterstützen, irgendwas bekommen sollten, worauf andere keinen Zugriff haben. Also werden die Outtakes ab sofort nur noch hier zu sehen sein, da ich die Kochvideos natürlich gerne öffentlich lassen würde und die Outtakes sind ja sozusagen nur ein kleiner Bonus. Ganz unten findet ihr übrigens noch weitere Extras. Außerdem gibt es noch Meilensteine, also Ziele, die ich bei bestimmten Spendensummen umsetzen werde. Die findet ihr hier auf der linken Seite. Dort könnt ihr sehen, was passiert, wenn ein bestimmter Gesamtwert überschritten wird. Wenn ihr dafür oder auch für die Einzelboni noch Ideen habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall hier auf Patreon in die Activity-Seite oder ganz einfach auf YouTube in die Kommentare, denn da werden auf jeden Fall noch einige Sachen hinzukommen. Ja, das war's auch schon. Danke an euch alle, dass ihr meine Videos schaut und damit bis zum nächsten Kochvideo. Tschüss!